My biggest fear would being so ill or having dementia and having to be put into a care home. There are different levels of care homes, and in my experience over the last 40 odd years, I have seen a lot of them. There are a few at the top level which are like hotels, which are lovely, but you lose your independence, however brilliant they are. There are an awful lot of care homes out there that are absolutely dire and you just would not want to go in. And that would be my worst fear. I would want to do everything, to use every penny I had to stay in my own home. Ich glaube, dass was den Älteren die meiste Sorge macht, ist das Feit, dass sie stets mehr abhängig werden von Freunden, Familie, aber auch Öffentlichkeitsdiensten und der sozialen Sorge. Da soll sicher auch Angst sein, dass man stets minder mobil wird und dass auch die Ziektesorge, die hele Sorgebranche, doch wel zal afnemen naarmate je ouder wordt, omdat het zo vreselijk duur is. En France, on entend parler par le moyen des médias que la population est en train de vieillir. Les familles s'en rendent compte, mais souvent les familles s'en rendent compte au dernier moment, quand les personnes sont devenues déjà dépendantes ou quand la santé commence à s'altérer. Auch in Deutschland, glaube ich, haben wir ein Problem der Überalterung. Und obwohl wir davon ausgehen können, dass man sich um uns kümmert, besteht sicherlich das Problem, dass wir Hilfe benötigen, wenn wir uns eben nicht mehr selber helfen können. Or if I was too ill to say prepare a meal or anything else, that I would be able to eat something that actually tastes nice, that I really wanted to eat. Not something bland, horrible, stodgy that we used to refer to as school dinners. And I, okay, you don't know if you'd be the same, but my experience is that food becomes so important to elderly people that it, looking at me, I would want some nice food as well. And to be honest, I would want it cooked for me or in a format where I could put it in a microwave and it would taste lovely. Ich glaube, dass was mir misschien het ouder worden het meest doet vrezen, ist het verlies van Unabhängigkeit. Het feit, dass ich buiten mein eigen Haus alt zou moeten worden. Und misschien ist meine allergrößte Angst, dass ich gewoon nicht mehr bei der Zeit zou sein. Maar davon ausgehend, dass ich noch wel meine Hersens bei mir habe und alle sieben auf einem Rädchen habe, dann ist inderdaad das Feit, dass ich nicht mehr mit meinen eigenen Buch kann lesen, meine eigenen Kunstobjekte um mich herum kann haben, dass ich abhängig sein soll von anderen Menschen. Das ist meine größte Angst. Bien manger et la préparation des repas font partie des plaisirs quotidiens de la vie. Et malheureusement, quand on n'est plus en bonne santé ou quand on a des problèmes de mobilité dans la cuisine, de coordination, si on ne voit pas très bien, on perd la possibilité de continuer à apprécier de faire de la cuisine tous les jours, on perd sa motivation pour bien manger. Et cela peut avoir des conséquences sur la santé, car la nutrition est quotidienne est quelque chose de très important pour rester en bonne santé. Meiner Meinung nach würde es definitiv helfen, länger zu Hause im Hause bleiben zu können. Wenn man dann auch Mahlzeiten hat, die nicht nur ausgewählt werden können, sondern auch, wenn Mahlzeiten und innerhalb dieser Mahlzeiten auch eine Auswahl möglich ist, die also auch den Ernährungsbedingungen, medizinischen Bedingungen vielleicht der älteren Leute entsprechen. Und das ist sehr, sehr wichtig.